Das sind Rocío und Mati. Die beiden sind Profi-Balletttänzer für das Ballett Stuttgart. Sie zeigen uns heute, was sie drauf haben. Und natürlich sprechen wir über ihren Alltag als Balletttänzer und Tänzerin. Und natürlich gibt es auch das Battle Tigerenten gegen Frösche. Es geht um jede Menge Notbremsen. Los geht's. Im Clubraum geht es heute um eine wunderschöne Art zu tanzen. Unser Thema heute ist Ballett. Wir haben zwei Profi-Balletttänzer zu Gast. Sie kommen vom Ballett aus Stuttgart, zeigen uns gleich einen tollen Ausschnitt aus ihrem aktuellen Stück Dornröschen. Jetzt wollen wir sie erstmal ein bisschen näher kennenlernen. Das Stuttgarter Ballett, eines der besten Ballettensembles der Welt. Nur die Talentiertesten schaffen es in die Kompanie. So nennt man die Gruppe der ausgebildeten Profitänzer und Tänzerinnen. Wer hier tanzen darf, muss sich an strenge Regeln halten. Disziplin, tägliches Training und Auftritte auf der Bühne, bei denen immer wieder körperliche Höchstleistungen erbracht werden. Rocío und Mati vom Stuttgarter Ballett sind noch jung, aber schon unglaublich erfolgreich. Als erste Solisten tanzen sie die Hauptrollen bei den Aufführungen. Ob Ballett schon immer ihr Traum war und wie ihr Ballettalltag aussieht, das erzählen sie uns jetzt im Tigerentenclub. So schön anzuschauen und so anspruchsvoll. Hier sind für euch Rocío und Mati. Guten Morgen, ihr beiden. Hallo. Hallo. Schön, dass ihr da seid. Ich freue mich. Schon im Outfit für Dornröschen. Toll. Hallo. Mensch, ich freue mich sehr, dass ihr heute da seid. Ihr seid erste Solisten und erste Solistin am Stuttgarter Ballett. Das ist so ziemlich das Höchste, was man erreichen kann. Seit wann tanzt ihr denn Ballett? Hi. ich tanze schon, seit ich 9 Jahre alt bin. Ach, Wahnsinn. Wann ging es bei dir los, Mati? Ich habe mit 4 Jahren angefangen. Also damals war ein Hobby. Und mit 12 Jahren habe ich als professionell angefangen. Und was bedeutet euch das Tanzen denn? Könnt ihr das in Worte fassen? Es ist unser Leben, ja, unsere Leidenschaft. Und ja, wir lieben es. Ja. Ja. Es ist so wahnsinnig spannend, weil du, Rocío, kommst aus Mexiko und du bist aus Spanien extra nach Stuttgart gekommen. Mhm. Wie war das am Anfang für euch? Es war schwierig. Ja, es mit war, der Sprache auch. Ja, das Essen war auch anders. Nein, warum? Schnitzel blöd, Bratwurst blöd. Am Anfang es war schwierig, aber danach, ja, es war gut. Und ja, auch weg von unserer Familie zu sein, das war nicht so einfach. Aber ich denke, wir haben uns alle zusammen, also uns unterstützt und das war besser. Und ihr seid wahnsinnig erfolgreich. Wie dürfen wir uns denn den Alltag eines Balletttänzers und einer Balletttänzerin vorstellen? Wie sieht das aus? Es ist, also wir arbeiten viel. 8 Stunden jeden Tag. Normalerweise 8 Stunden. Wir haben unser Training, wo 1 Stunde und eine halbe oder ungefähr so. Ja. Und dann 7 Stunden die Proben. Ja. Wenn denn jemand zu Hause sitzt und sagt, oh, ich möchte auch gern Profitänzerin werden, Profitänzer, habt ihr denn Tipps für alle zu Hause? Hart arbeiten. Ja, hart zu arbeiten und ja. Ja. Wir haben eben Ausschnitte gesehen aus eurem Trainingsalltag. Kann denn jeder Ballett lernen grundsätzlich? Ja. Könnt ihr denn uns und mir 1, 2 Übungen zeigen, wie man zum Beispiel eine Pirouette macht? Sag ich jetzt einfach mal. Ja, also wir können Pirouetten zusammen machen und man kann auch das alleine. Zeigt uns doch mal, wie es zusammengeht und erklärt vielleicht was dabei. Ja, also man muss immer einen Punkt finden und wieder zurück. Immer so machen. Was machst du mit deinem Kopf? Was? So. Du musst einen Punkt finden. Und dann wieder zurück. Schnell. Und genau. Ah, der Kopf muss immer nach vorne bleiben. Ja. Oder wird einmal bar. Aber das hilft. Das hilft. Schnell, schwummrig. Ja. Wie oft könnt ihr euch, was war denn die längste Drehung, die ihr gemacht habt? Manchmal kann man so 8 Pirouetten oder so machen, aber zum Beispiel, es gibt auch diesen Schritt, die heißt Fuete. Das sind auch Pirouetten. Ja. Wie könnt ihr das zeigen, wie das geht? So. Ja. Oh, wow. Ja. Super, super cool. Ja. Oh, das sieht so schön aus. Und bei dir sieht das so einfach aus, aber wie lange hast du trainiert, um das so perfekt hinzubekommen? Viele Jahre. Gibt es denn bei eurem Training auch einen Trainer?
der an der Seite steht und sagt, ah, mach das so und mach das so. Wie läuft das bei euch ab? Ja, immer. Ja, wir haben immer also die Hilfe von unserem Ballettmaster und Ballettmasterin. Und ja. Sonst, ich glaube, es geht nicht. Ja. Okay, ihr zeigt uns gleich einen Ausschnitt aus eurer aktuellen Inszenierung Dornröschen. Das ist ein Pas de deux. Ja. Was ist das denn genau? Das heißt, wenn eine Frau und ein Mann zusammen tanzen. Ja. Okay, da freuen wir uns. Manchmal ist es auch zwei Männer. Oder zwei. Okay, es ist auch gemischt. Ja. Und dieses Pas de deux ist in der Regel ja oft einer der Höhepunkte dieser Aufführung. Kann sein. Dann freuen wir uns gleich auf einen Pas de deux aus eurem aktuellen Stück Dornröschen. Jetzt geht's aber weiter uns auf einen Ausschnitt aus dem Ballett Dornröschen. Ein Pas de deux. Hier sind Rocío und Mati als Prinzessin Aurora und Prinz Désirée. Rocío und Mati vom Stuttgarter Ballett mit einem kleinen Ausschnitt, ein Pas de deux aus Dornröschen. Vielen, 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 vielen Dank. Gleich beantworten wir übrigens eure Zuschauerfragen, die ihr uns geschickt habt. Und das ganze Stück gibt es übrigens aktuell am Stuttgarter Ballett. Also, wenn ihr Lust habt, geht da rein. Jetzt geht's weiter mit den Tigerenten und den Fröschen. Zurück im Clubraum zu unseren beiden Profi-Balletttänzern Mati und Rocío. Und jetzt beantworten sie eure Fragen, die ihr uns gestellt habt, auf tigerentenclub.de. Die erste Frage aus dem Live-Chat kommt von Malipo, 10 Jahre alt. Er möchte gerne wissen, wart ihr beiden gut in der Schule? Seid ehrlich. Also ja, ich habe versucht, immer brav zu sein. Okay, du warst anwesend und du? Also ich war okay, nicht die Beste, aber... Ich glaube, okay. Ja. Nächste Frage kommt von Eline. Wie schafft ihr es, ohne Schmerzen auf der Spitze zu tanzen? Wir sind schon dran gewohnt.
Ich denke, manchmal bekommen wir Blasen und wir müssen Vorstellungen machen, aber ja, es geht. Ja. Also man gewöhnt sich mit der Zeit. Genau. An. Okay. Ja. Dann, Christina möchte wissen, wie lange dauert eine Ballettausbildung? Normalerweise 8 Jahre, oder? Mhm. Ja. 8 Jahre? 8 Jahre, ja. Und dann ist man Profi. Profi, erst, ja, erst genau. Nach 8 Jahren. Ja, genau. Was für eine Ausrüstung braucht man? Die Frage kommt von Sascha. Also Schuhe. Ja. Spitzenschuhe. Spitzenschuhe haben. Und was sind denn das für Schuhe? Die habt ihr ja mitgebracht. Ah, die ja, an. Die sind ein bisschen kaputt. Aber mit denen hier, es gibt warm. So, das ist nicht so kalt. Ja. Ah, nicht so kalt. Okay. Aber es ist nur für Warm-up. Ja. Okay. Und Tara hat eben noch gefragt im Live-Chat, wie habt ihr die Rolle bekommen? Oder wie bekommt man so eine der Hauptrollen? Man muss hart arbeiten. Ja. Ja. Aber gibt es dann so eine Art Casting oder wie läuft das ab? Manchmal. Ja, manchmal. Ja. Ja. Dann gibt es eine Frage von Sophia. Wollt ihr manchmal nach Hause, vermisst ihr die Heimat? Also Mexiko und Spanien. Ja, ja, ja. Wir vermissen. Also ich vermisse meine Familie ich sehr. Ich vermisse meine auch. Und meine sind nicht so weit weg. So weit weg. Also aber wir versuchen vielleicht ein paar jedes Jahr uns zu sehen und ja, wenn das möglich ist. Ja. Vielen, vielen Dank für euren Besuch. Und jetzt geht es bei uns im Studio um die allerletzte.